Der DSC hat an diesem Donnerstag die Länderspielpause genutzt und am eigenen Trainingsgelände ein Testspiel gegen den FC St. Pauli absolviert. Die Gäste aus Hamburg erwischten den deutlich besseren Start und in der dritten Minute war es Lukas Daschner, der frei links im Strafraum ist und zum 1:0 für den Zweitligisten verwandelt, der den deutlich besseren Start hier an der Friedrich-Hagemann-Straße erwischte. Nach 15 Minuten waren wir deutlich besser im Spiel. Gebauer wird geblockt nach einem langen Ball, Hartl versucht es, ebenfalls geblockt. Dann kommt Vogelsammer und trifft zum Ausgleich 1:1 in der 18. Spielminute durch Andreas Vogelsammer, der heute 90 Minuten lang als Kapitän auf dem Platz stand. Kurz vor der Halbzeit steigerte sich Arminia und kam zu immer mehr Torchancen. Ecke durch Marcel Hartl, die kommt zu Cordova und am langen Pfosten vorbeigeköpft. Wieder nur zwei Zeigerumdrehungen später. Ecke, Marcel Hartl, genau baugleich wie 4 Minuten zuvor, Cordova und am kurzen Pfosten vorbei. So ging es dann in die Pause mit einem 1:1. Nach dem Seitenwechsel sahen wir dann ein deutlich ruhigeres Spiel. Erst eine Viertelstunde nach Wiederanpfiff war es Daschner mit einem Distanzschuss. Da musste Nico Rehn mit einer Hand hin, um den Einschlag zu verhindern. In der 66. Minute dann der schönste Angriff von Arminia im zweiten Durchgang. Der Ball kommt zu Jermaine Konsbruch, der den Kopf oben hat. Marcel Hartl in den Strafraum schickt. Der schließt ab und schießt den Ball über die Querlatte. Wieder passierte lange nichts im zweiten Durchgang. Dann die 83. Minute, Torschütze Vogelsammer bekommt den Ball mit dem Rücken zum Tor, dreht auf und schießt. Aber auch hier fehlen gut 2 Meter zum Torerfolg. Und so bleibt es am Ende beim 1:1 zwischen Arminia Bielefeld und dem FC St. Pauli. Vogi, heute Testspiel. Du durftest 90 Minuten als Kapitän ran und hast auch noch getroffen. Wie gut tut das in so einer Länderspielpause, so ein bisschen Bonuspunkte für den Kopf zu sammeln? Ja. Natürlich für mich persönlich war es gut, dass ich das Tor dann noch mache, aber ich glaube, im Großen und Ganzen war es auch wichtig, dass wir Spielpraxis bekommen, dass wir alle im Saft bleiben. Und ja, ich glaube, das war das Wichtigste heute. Natürlich hätten wir gerne gewonnen. Die Chancen dazu hätten wir gehabt, die müssen wir einfach nutzen. Daran müssen wir arbeiten und ja, das wird es machen. Was lief heute gut, was lief nicht so gut? Ich glaube, die ersten 15, 20 Minuten waren nicht besonders gut. Dann hatten wir das Spiel im Griff, hatten einige Chancen auch uns rausgespielt. Die müssen wir zum Teil halt einfach besser ausspielen. Oder halt, wenn wir sie auch ordentlich ausgespielt haben und die richtige Chance hatten, dann müssen wir sie halt auch einfach nutzen. Ja, Frank, 1:1 gegen den FC St. Pauli. Wie hat dir das Spiel gefallen? Wie hat dir das Ergebnis gefallen? Ist das Ergebnis wichtig? Ja, also zunächst mal ist es ja immer gut für Selbstvertrauen, wenn man gewinnt. Jetzt haben wir einen Punkt geholt. Ja, also von dem her, ja, wir wollen natürlich Spiele gewinnen. Das ist ja logisch, das wollen die Jungs ja auch. Ja, insgesamt finde ich aber, dass die Leistung nach anfänglichen Anlaufschwierigkeiten, ja, wo wir schon ein bisschen gebraucht haben, um ins Spiel zu kommen, um Zugriff auf den Gegner zu kriegen, um sie anzupacken, um unser eigenes Spiel auch zu machen. Ja, haben wir die Ordnung, haben wir so ein bisschen anpassen müssen und so. Ich glaube, war das danach okay. Ja, klar wollen wir dann auch, wenn wir Möglichkeiten haben, dann wollen wir natürlich auch öfter zubeißen und die Spiele für uns entscheiden. Ja, aber ich denke, was über allem steht bei solchen Spielen, ist, dass die Jungs da gut durchkommen, ja, dass sie es entsprechend annehmen. Das, finde ich, haben sie gemacht. Ja, und damit ist das größte Ziel erstmal erreicht. Konntest du für dich Erkenntnisse gewinnen, die uns weiterbringen werden in den kommenden Wochen? Naja, wir haben jetzt schon auch heute wieder gesehen, dass wenn wir den Gegner halt früh unter Druck setzen, wenn wir ihn früh attackieren, dann haben wir bessere Ballgewinne, dann kommen wir öfters zum Tor und können Chancen generieren, sind einfach aktiver. Ja, und ich glaube, das hat man heute wieder gesehen, dass uns das gut tut und dass wir dadurch dann natürlich auch zu Möglichkeiten kommen. Und das müssen wir durchziehen. Wir haben 8 Spiele, ja, wo es echt um die Wurst geht. Und ja, da musst du immer gierig sein, da musst du hungrig sein, da musst du mutig auch sein. Und ja, in dem Moment, wo wir das waren, dann auch im Spiel, wo wir das hinbekommen haben, ja, hat es auch funktioniert. Nimm uns kurz mit in die kommende Woche, bis es nach Mainz geht. Wie sieht der restliche Trainingsverlauf aus? Naja, jetzt müssen wir schon ein bisschen durchschnaufen. Diese Woche haben wir jetzt wirklich sehr intensiv gearbeitet. Deshalb bin ich total happy, dass da alle ganz gut durchkommen sind. Bei Mike muss man mal noch gucken, aber ich denke, das wird schon auch passen. Das ist ja auch eher Vorsichtsmaßnahme gewesen, dass wir ihn da kurz vor Schluss dann rausgenommen haben. Und dann werden wir ab Montag, wenn wir einen klaren Plan in der Tasche haben und werden da sehr zielgerichtet drauf zuarbeiten. Klar, wir brauchen Intensität, wir brauchen die Abläufe. Ja, wir müssen uns immer was einfallen lassen, das wissen wir. Aber die Jungs sind da dabei und dann dann schauen wir mal, was dann am Samstag geht. Dann wünschen wir viel Kreativität beim sich was einfallen lassen. Danke, Frank. Ah ja, die werden wir haben.